Tasmanian Tiger, Projekt Wolf der Raminia. Wir haben aus dem Tasmanian Tiger Lager in der letzten Folge einige Artikel aus der TechWeg-Serie abgeholt und die im Wolf eingebaut. Wie ihr hier seht, haben wir angefangen, die Sonnenblende zu bestücken mit einigen Utensilien, die man schnell griffbereit haben möchte. Taschenlampe, Kugelschreiber, ein kleines Messer und auch eine Sonnenbrille gehört dazu. Und wenn wir einmal ums Fahrzeug rumgehen, dann sehen wir auf der anderen Seite, auf der Rückseite vom Beifahrersitz, das TT Headrest IFAC, schon mal bestückt mit den gängigsten und wichtigsten Erste-Hilfe-Artikeln zur Erstversorgung. Und mit eurer Hilfe möchten wir jetzt das TT Modeler Front Seat Panel bestücken. Wir haben das TT Modeler Front Seat Panel ausgebaut, um euch einerseits zu demonstrieren, dass man es entweder senkrecht anbringen kann, sprich auf der Rückseite des Beifahrersitzes oder des Fahrersitzes. Man kann das ganze Panel aber auch waagerecht anbringen, wenn man eine breitere Auflagefläche hat. Worum es hier eigentlich geht, das ist, dass wir mit eurer Hilfe genau diese Paneele jetzt bestücken wollen. Und da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir können entweder über das Molle-System Pouches befestigen oder wir kletten Pouches, Kleintaschen direkt auf die Paneele dran. Ich habe mal ein paar Teile mitgebracht. Kurzer Hinweis, alle Artikel bei uns, die am Ende mit einem großen V, großem L, also VL abgekürzt, Englisch Velcro enden, haben auf der Rückseite ein Klett und können direkt befestigt werden. Wir haben unser klassisches Molle-System. Wie das funktioniert, wisst ihr. Ist ein bisschen mühseliger, das Ganze zu fixieren. Wenn es fixiert ist, ist es fix. Okay? Gut. Wenn ihr nun einen Molle-Artikel befestigen wollt mit dem Klett, wir haben hierfür auch Adapter. Single, Double, gar kein Problem. Wird hinten auf das Molle befestigt. Wie gehabt, dran geklettet und kann dann im schnellen Zugriff gelöst werden und direkt wieder im Rucksack befestigt werden. Ihr entscheidet nun, welche unserer Pouches, unserer Artikel, auf der Paneele platziert werden sollen. Schaut euch dazu unter www.tasmanian-tiger.info oder in unserem Katalog die verschiedenen Möglichkeiten an. Schreibt ins Kommentar mit rein, welche Pouches ihr gerne sehen möchtet. Wir möchten uns da auf Erste Hilfe oder eben auf Fotoartikel beschränken und würden uns freuen, wenn wir von euch Fotos zugeschickt bekommen würden, mit einer bestimmten Paneele, sofern ihr diese schon habt. Als Anregung immer dankbar genommen. Wir haben aus der TT TechWeg Serie die Artikel, die wir in den Wolf eingebaut haben, größtenteils bestückt. Die Sonnenblende ist bestückt, das TT Headrest IFAC ist bestückt, das TT Frontseat Panel, da bin ich sehr gespannt auf eure Kommentare. Das wird dann noch bestückt. In der nächsten Folge schauen wir uns an, was daraus geworden ist. Was uns jetzt noch ein bisschen fehlt, das ist der TT TechWeg Container, der hier am Beifahrersitz befestigt ist. Optimal, um die drei Pouches aus dem Fahrzeug raus mitzunehmen. Auf der Rückseite habe ich hier nochmal die Möglichkeit, auf den Klettflächen Artikel aus der VL-Serie zu befestigen. Die ganze Tasche geht dann über die Schulter und kann am Mann mitgetragen werden. Ab geht's! Da hat es einen Knall gegeben, aus dem Motorraum. Da haben noch Kunststoffteile drin, irgendwas hat es zerbröselt. Okay.
da tropft es, da tropft, das sieht nicht gut aus. Ja, das sieht nach dem Lüfterrad aus. Aber ich kann es nicht sehen, es ist weg. Scheiße. Ja. Ja, ich glaube, das war's für heute. Da hat das Lüfterrad zerlegt. Beim Rauffahren habe ich einen Knall gehört vorne aus dem Motorraum. Und da müssen wir jetzt erstmal zum Tommy in die Schrauberwerkstatt. Mal schauen, was der dazu sagt. Ja, wir sind zurück beim Schrauber Tommy in der Tasmanien-Tiger-Werkstatt mit dem Wolf. Was ist passiert? Wir haben gestern Abend mit dem Wolf in der Kiesgrube noch ein paar Filmaufnahmen drehen wollen. Und dann hat es einen kurzen Knall aus dem Motorraum gegeben. Und dann hat es den Kühlergrill zerschlagen. Und was da genau passiert ist, das fragen wir jetzt mal an Tommy. Tommy, wie sieht's da aus? Ja, beschissen. Okay, kurze Bestandsaufnahme, sag was. Also ich würde sagen, so wie das ausschaut, ist das Hauptlüfterrad, hat sich selbstständig gemacht und hat dann den Kühler zerschlagen, weil hier unten liegt nämlich auch die Schraube vom Hauptlüfterrad und ja, war halt locker, nehme ich an. Okay, aber das ist ja was man eigentlich nicht nachzieht. Ja, das nee, ist also und normalerweise, wenn man so ein Lüfterrad montiert, zieht man danach die Schraube ja fest. Okay, und die war anscheinend lose. Ja, mit exakt 45 Newtonmeter Drehmoment. Okay, alles klar. Ja. Wie machen wir weiter? Jetzt bauen wir mal den Kühler aus, den kann man eventuell reparieren lassen. Und Lüfterrad und eventuell die Visco-Kupplung und so, die brauchen wir dann neu, weil da hat es auch die Zähne an der Seite zerschlagen. Okay. Das ja, müssen wir dann mal schauen. Das heißt, wir bestellen ein paar Ersatzteile, du baust es ein und dann geht's weiter. Ja. Ja, alles klar. Gut, gut. Ich bin hier in Augsburg beim Würde Marketing zum Folieren. Ihr habt gewotet, schönen Dank dafür. Gewonnen hat das Logo A, die Kralle des tasmanischen Tigers. Die kommt jetzt hier seitlich drauf, vorne auf die Motorhaube. Wir haben einen Termin mit dem Inhaber, mit dem Robert Würde. Fahren wir mal rein und schauen mal, wie weit er mit dem Logo ist. Hallo Robert. Hallo, grüß dich. Hi. Hi, servus. Ja, wir haben ja telefoniert. Genau. Logo A hat es gewonnen. Es ist die Kralle des tasmanischen Tigers. Super, ja. Nee. Hast du schon ausgeplottet? Haben alles hergerichtet für die zwei Türen, für die Motorhaube. Wir haben jetzt hier auf der Seite, haben wir gesagt, 50 cm in der Höhe und auf der Motorhaube machen wir es insgesamt 70 cm. Ja. Schön ausgemittelt und dann sollte es passen. Top. Wann kann ich den Wagen abholen kommen? Das ist mir egal, ich mach's fertig, würde mal sagen 2 Stunden. Super, alles klar. Passt, oder? Bis also, später. Ciao. Tschüss.
So, zurück in Augsburg bei Wörle Marketing. Der Wolf ist fertig foliert, Logo A ist platziert. Und das schauen wir uns jetzt mal zusammen mit Robert an. Robert! Hallo, servus. Alles fertig. Zeig mal her. Wir haben hier auf der Seite praktisch das Logo 50 cm gemacht. Wie wir gesagt haben, sind hier unterhalb leben, ein bisschen 2 cm, dass man das Wappen schön erkennt und nur oben praktisch die Streifen dann noch fertig. Ansonsten, denke ich, passt es. Super. Top. Motorhaube haben wir zentriert, logischerweise 70 cm in der Höhe und haben geschaut, dass es hier praktisch nicht über die Kante drüber läuft. Mega. Denke ich mal, das ist ja von der Größe her perfekt. Sieht top aus. Beifahrertür haben wir, Motorhaube haben wir. Fahrertür genauso wie auf der anderen Seite, alles gleich. Gleicher Abstand und hier auch, dass wir hier keine Probleme haben praktisch mit der Leiste. Schaut top aus. Super gemacht, top. Ich bin zufrieden. Eure Meinung ist mir auch noch wichtig. Schreibt es in die Kommentare. Logo ist platziert und ja, ich freue mich auf Feedback.